Da-da-da-da-daum! Pow, 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 pow! Hi! Ich bin Willkommens Brain oder einfach nur Yannick. Falls ihr mich noch nicht vergessen habt, es gab lange Zeit keine Videos. Das lag daran, dass ich ein wenig im Stress war. Hi, ich bin zurück und wir starten gleich mit etwas Interessantem durch, was euch vielleicht jetzt gleich nicht am Anfang zusagen wird. Aber ich habe natürlich extra so einen Clickbait-Titel gewagt wie Retro Undertale. Ich weiß selber noch nicht, wie ich das Video nenne. Freunde, viele von euch wissen eventuell, dass Undertale, was euch ja auch sehr, sehr gut gefallen hat, falls ihr noch nicht gesehen habt, klickt da oben aufs i, von diesem schönen Spielchen abstammt. Namens, man sieht noch nicht allzu viel, man sieht nur der Krieg gegen Gygas aus Earthbound. Freunde, Earthbound oder auch Mother 3 ist, naja, das, woher sich Toby Fox die meiste Inspiration geholt hat, denn auch Undertale war damals, für die, die es nicht wissen, ein Halloween-Hack gewesen von Earthbound. Es war eine Halloween-Match-Up-Series und so weiter und so fort. Und ich würde super, super, super gerne mal Earthbound spielen. Denn ich habe für meinen Teil noch nie Earthbound gespielt. Und mir wurde immer gesagt, ey, wenn du Undertale geil fandest, dann kannst du Earthbound nur mögen, weil Undertale existiert wegen Earthbound. Versteht ihr mich? Und deswegen liegt es natürlich jetzt auch an euch. Deswegen habe ich hier eine kleine Abstimmung versteckt, die ihr machen könnt. Und auch die Kommentarsektion ist offen für euch. Und natürlich auch Däumchen nach oben, alles Mögliche. Das Video hat noch nicht mal angefangen. Ich fühle mich wie so ein Arschloch-YouTuber, der in Scheiße badet, wenn ich sage, ich will Daumen hoch, dass irgendwas angeht. Es tut mir leid. Welchen Geschmack wollen wir fürs Fenster haben, Freunde? Ist es geschmacklos? Wie ich gerade schon sagte bei den YouTubern, ist es Minzgeschmack, Erdbeergeschmack, Bananengeschmack oder Erdnussgeschmack? Ich bin ja doch ein Mensch, der Erdbeeren sehr, sehr gerne mag und mir gefällt dieser pinke Ton. So, und jetzt dürfen wir Namen vergeben. Das wird scheiße. Ich bin in Namen nämlich voll kacke. Da schreiben wir auch einfach mal einen Caps, das ist der Jonk, der gute alte Jonk. Das ist nämlich mit die Hauptperson, die heißt eigentlich Ness. Diese junge Dame heißt eigentlich Paula im originalen Spiel. Das sind übrigens nur die ersten 10 Minuten, da kenne ich mich jetzt schon aus, tut mir leid, die kenne ich wirklich schon. Ich habe mich gespoilert, I'm sorry. Und deswegen weiß ich, wie die Originalnamen davon sind. Das ist, müsste Lukas sein, wenn ich mich nicht irre. Jeff. Okay, den nennen wir aber lustigerweise Lukas, weil viele von euch kennen ja vielleicht, wir nennen ihn nicht Lukas, wir nennen ihn Luki. Viele von euch kennen ja vielleicht noch meinen guten Kumpan aus Slender the Arrival, der Scheiße passiert übersetzt hat. Also shit happens, nicht Scheiße passiert. Whatever, ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Und das hier ist eigentlich Pupu oder Pu und den werden wir auch weiterhin Pu nennen, weil Pu ist ein saulustiger Name. Guckt euch den an, das ist ein Pu. Wenn euch Leute fragen, was ist ein Pu? There you fucking go, I guess. So, auf geht's. Und jetzt natürlich noch zu unserem Hund. Ich werde ihn jetzt natürlich Oscar nennen, aber ich werde euch ja ein paar Bilderchen einblenden, denn vielleicht habt ihr es über WhatsApp, ja, ihr habt alle meine Handynummer, ne? Wir schreiben doch immer bei WhatsApp, ne? Du warst das, stimmt, genau, hi, cool, dass du hier bist. Vielleicht habt ihr es schon über Snapchat, Twitter, sonst wo mitbekommen, dass Diana jetzt auch einen Hund hat und dieser Hund heißt Malu, aber der Hund da oben, das kommt meinem Oscar doch sehr, sehr nah, muss ich zugeben. Was esse ich am liebsten? So, ich gebe euch kurz Zeit, um in die Kommentare zu schreiben, was ich am liebsten esse. Wer jetzt noch nicht drauf gekommen ist, der weiß es sowieso nicht. Ich esse natürlich am liebsten Pizza, so wie alle 14-jährigen Mädchen auf... Tut mir leid. Ich möchte mit dem Video jetzt nicht gleich direkt wie eine Basic-Ho rüberkommen, es tut mir sehr, sehr leid. Was findest du am besten? Am besten finde ich Schlafen. Schlafen ist toll. Ich liebe Schlafen. Ich glaube, Schlafen passt da nicht rein. Ich glaube, wir werden wie in Undertale etwas haben wie Gretchen. Obwohl, das passt eigentlich auch noch ganz gut. Schlaf. Ja, nicht schlafen, sondern Schlaf. Schlaf finde ich am besten. Schlaf ist super. Das ist Yonk. Das ist Diana. Das ist Luki. Das ist Pooh. Das ist Oscar. Ich liebe Pizza. Und das Beste ist Schlaf. Das ist korrekt so. Wow! Wir legen gleich los. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Ich habe so Bock auf das Game. Ich weiß, es ist ein ziemlich langes Game. Das ist auch der Deutsch-Patch, falls euch noch nicht aufgefallen ist. War eine kleine Qual, das einzustellen. Aber ey, das tue ich nicht alles für euch. Im Jahre 1990. Siehst du, selbst da fängt es schon an. Da war auch schon die Inspiration vom Jahre 2010. Onet, eine kleine Stadt in Eagleland. When the eagle cries, wenn der Adler kreist. Genau.
Oh, nett also. Und das ist unser kleines, aber feines Zuhause. Und eine kleine Sache, Jongshaus, ist mir schon aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es gewollt ist oder ob er da auch schon dran gedacht hat, aber diese Szene, wie er da schläft, erinnert ihr euch daran, was passiert, wenn man das Genocide-Ende einsetzt und man dann das sieht, wie da jemand schläft? I'm just saying, inspiration. Oh mein Gott, da ist irgendwas eingekracht. Wir wollen uns jetzt erstmal umsehen. Ihr seht schon, wir haben hier immer die Option zu reden, zu prüfen, zu Sachen zu ausrüsten. Genau. Warte, ich muss erstmal auf meine Tastenkombination klarkommen. Hier ist alles in Ordnung. Das werden wir sehr, sehr oft lesen in nächster Zeit. Das sage ich jetzt schon mal. Wir haben das Licht eingeschaltet. Apparently, so sieht's aus. Und da ist auch schon Diana. Es ist eigentlich ziemlich komisch, das fällt mir jetzt erst auf, weil ich bin mit Diana jetzt seit über 2 Jahren zusammen und in diesem Spiel ist es meine Schwester. Habt ihr mich wohl ertappt? Incest. Oh yeah. Hey Bruderherz. Ugh, klingt das komisch. Hat das Geräusch dich geweckt? Finden wir irgendwann noch eine Freundin, die ich Diana nennen kann? Ich fühle mich gerade schlecht, dass meine Schwester Diana heißt. Hast du dir in die Hosen gemacht? Okay, doch, das ist Diana. Ja, das ist Diana. Ich habe keinen Fehler gemacht, das ist Diana. Diana ist genauso drauf. Was haben wir denn hier Schönes? Jong öffnet das Geschenk. Darin findest du rissiger Schläger. Ich nehme es mit. Oh, wow. Da wollen wir doch gleich mal gucken. Rissiger Schläger. Nutzen wir den gleich mal. Ist ein Gegenstand, der ausgerüstet werden muss. Well, then do it. So, dann lieber was dabei haben, als gar nichts dabei zu haben. Sage ich immer. Das ist meine Devise. Glaubst du, Mama lässt mich heute länger wach bleiben? Ich kann einfach nicht mehr einschlafen. Well, das ist dein Scheißproblem, Diana. Mann, geh mir nicht auf die Nüsse. So, denn wir haben jetzt natürlich die große Aufgabe, erstmal herauszufinden, was hier überhaupt abging. Oscar schläft, wie immer. Das ist unsere Mutter. Was war das für ein Geräusch? Jonk, du scheinst keine Angst zu haben. Bist du verrückt? Und jetzt willst du auch noch nachsehen? Oh, okay. Du würdest dich sowieso davonschleichen, auch wenn ich es verbiete. Zieh dir wenigstens etwas an, bevor du gehst. Ich hab was, ich bin nicht nackt, aber... Oh, geil! Jetzt sehe ich aus wie Carlson vom Dach. Brrrr. Wundervoll. Alright, dann wollen wir uns doch mal jetzt draußen umsehen und schauen, was dort eingeschlagen ist. Ich bin sehr gespannt. Erst möchte ich aber nochmal meinen Hund angucken. Hallo? Neben Menschen schlafen auch Hunde nachts. Warum bist du wach? Warum kann ich mit meinem Hund reden? Weird. Alright. Auf nach draußen. Dann wollen wir uns jetzt mal alles anschauen, was hier so passiert ist. Was haben wir da? Hier ist alles in Ordnung. Das sagt er ganz oft. Das finde ich immer wieder schön. Was steht da Schönes? Südlich der Außenbezirke von Onet. Okay. Wer bist du? Triefnase? Mit wem sprichst du? Mit ihm? Ah, ich will wieder nach Hause, aber die Straße ist zu. Die Leute nehmen diese ganzen Meteoriten-Sache zu Erden. Meteoriten? Now you got me. Alright. Und jetzt Polizei ist berühmt dafür, wegen jeder Kleinigkeit die Straßen zu sperren. Wir streben nach dem Weltrekord. Wow, danach würde ich auch streben. Keine Panik. Es war nur ein... Was? Meteorit, der... Wer? Eingeschlagen ist? Ich will einfach nur... Was? Nach Hause. Okay. Hier ist alles in Ordnung. Das ist schön. Okay. Schön, wenn man das anstrebt. Ist auch in Ordnung. Hast du diesen Knall gehört? Ich glaube, ein Meteorit ist eingeschlagen. Ich will der Erste sein, der ihn sieht, okay? Ich werde versuchen, als Erster dort zu sein. Dann solltest du vielleicht nach unten laufen und nicht neben dem Busch die ganze Zeit auf der Stelle Nur meine Ratschläge. Ich sag ja nur. Ich bin auch kein Experte auf dem Gebiet. Siehst du überhaupt was? Like, du siehst vielleicht so einen Abschnitt. Mehr aber auch nicht. Okay. Oh, hi. Ja, du hast mich wahrscheinlich nicht gesehen, ne? Poke, mein Bruder, rannte raus und hinter einem Streifenwagen her. Er sagte, Picky, du bleibst zu Hause. Also pass ich auf das Haus auf. Mama und Papa sind noch unterwegs. Sie sind in einem feinen Restaurant. Na, dann? Wenn keiner sonst zu Hause ist, dann werde ich mich mal eben umgucken und alles klauen, was da oben ist, weil du guckst ja nicht hinterher. Dafür bin ich bekannt. Warte, hier oben sind 2 Betten, aber es schlafen 4 Parteien in dem Haus? Wie? Ich stelle wahrscheinlich zu viele Fragen. Obwohl, es gibt auch 2 Sofas. Vielleicht sind die Eltern ja Sofaschläfer. Oder die Kinder. Oder
Vielleicht schlafen sie auch gar nicht. Alles möglich in diesem Spiel. Hallo. Weißt du, wie spät es ist? Schieb deinen Hintern nach Hause, aber pronto. Wissen Sie was? Nein. Ein Meteorit ist gelandet. Die Haie machen die Stadt unsicher. Ihr Kinder lauft herum und ich hab Hunger. Ich hasse meinen Job. Well. Da hätte man vorher drauf kommen können, dass man das machen muss als Polizist. Ich glaube schon. Es ist gefährlich, zum Gipfel zu gehen. Selbst wenn ich dir rate, nicht zu gehen, hält dich das nicht auf, oder? Nein, tut's nicht. Auf gar keinen Fall. Da oben ist noch ein Geschenk. Oh mein Gott, das Geschenk wollen wir uns natürlich sofort ansehen. Ohne Umschweife quasi. Hey du, weißt du eigentlich, wie spät es ist? Ach Gott. Habt ihr alle keine Uhr oder was? Oh, guck mal, das sieht voll schön aus. Glitzer, Glitzer, Ritzer, Blitzer, Titzer. So, was haben wir hier denn Schönes drin? Jonk öffnet das Geschenk. Darin findest du Brotlaib. Jonk nimmt es mit. Ich denke mal, das ist ein Heil-Item, was wir essen können. Brotlaib kennt man dann ja doch schon. Was haben wir hier? Schatzsucher. Dies ist Lear X Aggerates Haus. Hey Jonk, was geht, Kumpel? Ein Meteorit ist hier abgeschmiert. Das war vielleicht ein Chaos. Mir geht's gut, weil ich immer Knoblauch esse und trainiere, um stark zu werden. Knoblauch. Okay. Wie auch immer, die schwächeren Einwohner sind wohl in Ohnmacht gefallen. Außerdem wollte ich dir meinen... Ups, jetzt hätte ich dir fast davon erzählt. Übrigens, Jonk, hast du mein Schild gelesen? Ich habe es selbst beschriftet. Das ist mein wirklicher Job, weißt du? Ich bin ein Schildbeschrifter. Warum bewunderst du nicht mal meine Arbeit? Habe ich gerade. Ja, wann die Bullen wohl abziehen? Gute Frage. Was ist, wenn wir öfter mit ihm reden? Ah, okay, dann sagt er immer wieder das. Okay. Vielleicht hätte er uns ja dann doch in seine Pläne eingeweiht, weil er geflüstert hätte oder so. Der Meteorit sieht anders aus als sonst. Der ist seltsam und schön. Und irgendwie mysteriös. Ah. Wow, der sieht aber ziemlich krass aus da oben. Oh yeah. Shh. Okay, shh. Okay, gut. Weg hier aus dem Weg, weg hier aus dem Weg, weg hier aus dem Weg, weg hier aus dem Weg. Ups, mein Fehler. Ich meinte, aus dem Weg. Das hat er doch die ganze Zeit gesagt, oder habe ich es gerade einfach richtig gelesen direkt? Gutes Timing, Jonk. Unternimmst du etwas gegen Poké? Er macht mich wahnsinnig. Seid ihr Freunde? Ich kenne ihn nicht, oder? Nein? Ihr seid keine Freunde, aber Nachbarn? Komm schon, hilf mir. Vielleicht sind wir dann doch Freunde? Hey, Jonk! Lunger hier nicht rum. Du bist den Bullen, ups, den Polizisten im Weg. Du kannst nach Hause gehen. Morgen werde ich Poké dir mehr über den Meteoriten erzählen. Hier ist alles in Butter. Aber du störst die Polizisten. Das sagst du immer wieder, ne? Kannst nach Hause gehen. Morgen werde ich Poké dir mehr über den Meteoriten erzählen. Hier ist alles in Butter. Aber du störst die Polizisten. Alright. Ich glaube, meine Arbeit hier ist getan. Ich kann ihm nicht helfen. Ich habe alles in meiner Macht Stehende getan. Polizist, wirklich. Es tut mir leid. Ich habe alles getan, um ihn von diesem Platz wegzulocken. Es hat nicht funktioniert. Es tut mir sehr leid, wirklich. Oh, ich finde das Spiel jetzt schon grandios. Alleine, weil ich jetzt halt auch wieder super interagieren kann mit den ganzen Dialogen, weil ihr wisst ja auch durch mein Yo-Kai Watch Let's Play, was ich damals hatte, dass ich jetzt sehr, 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 sehr gerne mag, Stimmen zu imitieren. Willkommen daheim, Jonk. Du musst nicht darüber sprechen. Es ist spät. Husch, husch ins Bett. Okay, I guess. Das war also unsere Mutter. Und mit der haben wir jetzt gerade ein kleines Pläuschen gehabt. Etwas später in der Nacht. Oh, was passiert jetzt noch in der Nacht? Ich habe ein bisschen Sorge. Klopft da jemand? Da ist ja komplett Terror. Jemand klopft an die Tür. Was für ein nerviges Klopfen. Ja, ein schönes Klopfen ist das nicht. Es ist eher so ein Akte X Aliens stehen vor der Tür klopfen. Gute Güte, wer könnte so spät noch an die Tür klopfen? Könntest du öffnen? Klar, ich bin der Sohn. Ich bin ganz klein. Ich öffne natürlich die... Die Flöhe saugen mich komplett aus, aber ich bleib einfach hier liegen. Okay, wer... Hi! Der mit dem coolen Scheitel. Hey, hör dir das an. Als ich Picky zu dem Ort, wo der Meteorit... Oh, guten Abend, Miss. Sie sehen so gut aus wie immer. Egal. Wie ich bereits sagte, ist die Polizei vom Meteoriten abgezogen, um sich um die Haie zu kümmern. Du kennst die Haie, diese Schlägerbande. Die drehen zurzeit völlig ab. Plötzlich bemerkte ich, dass Picky weg war. Die Bullen sind schuld. Es war nicht mein Fehler. Wenn mein Vater zurückkommt, bin ich geliefert. Du bist mein allerbester Freund. Kannst du mir nicht helfen, Picky zu finden? Ja, komm. Okay, guter Junge. Finden wir den Knilch. Bevor wir gehen, solltest du dich von deiner Mutter verabschieden. Sonst bekommst du noch Heimweh.
Und das ist übrigens sehr witzig. Man kann in diesem Spiel wirklich Heimweh bekommen, wenn man sich nicht von seiner Mutter verabschiedet. Das finde ich sehr süß. Der Hund ist zwar unzuverlässig, aber du solltest Oscar mitnehmen. Der riesige Baseballschläger in Tracys Zimmer sollte auch nützlich sein. Egal, was die anderen sagen, du bist ein mutiger, starker Junge. Du bist ein Kämpfer seit deiner Geburt. Du kannst viel erreichen. Denk dran, nichts wie ran. Aber du solltest nicht im Schlafanzug aus dem Haus gehen. Natürlich nicht. Würde ich auch nicht. Auf gar keinen Fall. Wie hätte ich auf so eine Idee kommen können? So, ist unsere Schwester hier noch drin? Will die sich vielleicht auch verabschieden? Ne, die ist schon ausgezogen, die hat keinen Bock mehr, die ist schon lange weg in Australien, macht gerade ein Work-and-Travel-Jahr. Da ist meine Schwester. Ich mache alles, um dir zu helfen. Viel Glück bei deinem Abenteuer. Du könntest unterwegs Hunger bekommen. Nimm etwas Keks. Oh, wie süß. Alles, was du nicht brauchst, kannst du mir geben. Willst du mir etwas andrehen? Nein. Sei vorsichtig. Also ist sie quasi unser kleines Lager. Ja, sicher. Wie du meinst. Egal. Was? Okay. So, du kommst mit. Soll ich mit dir kommen? Ja, klar. Dann habe ich wohl keine Wahl. Gehen wir. Auf deinen größten und längsten Spaziergang deines Lebens, Oscar. Oscar schließt sich dir an. Wundervoll. Nun denn, du gehst voraus. Ich bin hinter dir in einem bestimmten Sicherheitsabstand. Gehen wir. Alright. Wundervoll. Poki schließt sich dir an. Jetzt klingelt Akte X mäßig auch noch das Telefon. Jonk hebt den Hörer ab. Hallo? Papa am Apparat. Arbeite hart, solange du noch jung bist. Hast du dieses seltsame Sprichwort schon einmal gehört? Denk einfach dran, ich stehe immer hinter dir. Du musst also keine Angst haben. Ich weiß, du bist mutig, du kannst es schaffen. Vergiss nicht, mich regelmäßig während deines Abenteuers anzurufen. Ich kann deinen Fortschritt speichern. Ach ja, ich habe 30 Euro auf dein Bankkonto überwiesen. Hast du deine Kreditkarte? Damit kannst du an jedem Geldautomaten Geld abheben, um nützliche Dinge zu kaufen. Viel Glück, Sohnemann. Ich fühle mich wie ein Held. Was? Naja, wie der Vater eines Helden, aber immerhin. Krach, dude. Okay, dann wollen wir nochmal bei ihm speichern. Papa? Jonk, Papa hier. Nun, Erfahrung fürs nächste Level, Jonk 4. Wie auch immer, was möchtest du? Speichern. Fertig. Dein alter Vater wird sich auch gleich ins Bett verkriechen. Ich habe dein Abenteuer bis zu diesem Punkt gespeichert. Gute Nacht, schlaf gut. Und das möchte ich jetzt auch an euch sagen. Gute Nacht, schlaf gut, falls ihr es jetzt gerade in der Nacht seht. Und falls ihr mehr sehen wollt, lasst ein Däumchen da, macht bei der Abstimmung mit und schaut gleich bei den zwei Links, die jetzt gleich kommen, vorbei. Tschüss!